Und es liegt daran, dass da die ganzen Schrauben weggebrochen sind. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in einer neuen Folge. Wir haben heute den 22. April, 7.45 Uhr. Gleich gespuckt. Oh Gott. Den 22. April, 7.45 Uhr. Wir haben heute Samstag früh. Ich bin Hannes und das ist mein zweites Fass. Und ja, was soll ich euch sagen? Wir sind heute in Funklochhausen. Hier hat man nämlich nur Empfang auf vorne da am Vorgewinde. Der Ort heißt natürlich nicht so, aber hier gibt es halt nie Empfang. Und wir fahren heute ja wieder mit dem 8RX, mit dem Striptail. Sind am vorletzten Tag, würde ich sagen. Ich glaube, wir schaffen heute nicht alles. Wir haben hier noch die Fläche fertig zu machen und wir waren auf einer anderen Fläche, wo wir gestern waren. Da ist der Boden ein bisschen schwerer. Und ja, da haben wir noch ja, 8 Bahnen ungefähr, aber 8 Bahnen sind bei uns echt lang. Was habe ich denn ausgerechnet gehabt? Diese 8 Bahnen waren 200 Kubik oder so, die wir dann fahren müssen. Also 8 Bahnen, bis wir dann fertig sind. Und dann sind wir durch bei mir. Und dann geht die Maschine weiter, dann geht die woanders hin. Und beziehungsweise zum anderen Betrieb, da werde ich aber dann nicht der Fahrer sein. Das passt mir auch ganz gut, denn ich fange dann an und ich muss noch Wachstumsregel am Getreide zu Ende fahren. Und wir fangen dann spätestens Montag an mit Sonnenblumenlegen. Und dann sind wir gut in der Zeit. Ich denke mal maximal 2 Tage fürs Sonnenblumenlegen, dann direkt Vorauflauf spritzen. Und ja, direkt machen wir dann Mais weiter. Wir fahren dann nur mit 2 Zubringern mit, sodass ich ja, auch Detlef hier habe. Und vielleicht machen wir das auch so, also wir werden definitiv in Schicht fahren, dass wir einfach schneller vorankommen. Und vielleicht machen wir es dann auch so bei den Sonnenblumen, dass wir tagsüber Sonnenblumen legen und ich nachts schon den Pflanzenschutz mache. Irgendwie so in dem Dreh können wir uns hier einteilen, wie wir wollen. Gerade wenn wir das Bodenherbizid für die Sonnenblumen ausbringen, ist es nachts ein deutlicher Vorteil. Denn nachts haben wir einfach die feuchte Luft, die ist schon mal ein Vorteil. Und wir haben einfach feuchten Boden. Ja? Also beim Bodenherbizid ist es wichtig, dass der Boden feucht ist. Ganz, ganz wichtig, denn nur so kann das richtig wirken. Man kann natürlich mit mehr Wasser auf dem Hektar fahren, also statt 200, 400 Liter nehmen. Oder man kann einfach warten, bis Tau ist. Denn so viel Liter, wie der Tau bringt, so viel schaffst du einfach nicht mit der Spritze auszubringen. Das ist ein entscheidender Faktor. Allein wenn es 50 Milliliter Tau pro Quadratmeter sind, die wir locker pro Nacht haben, wenn es feucht wird, so viel kannst du nicht. So wie kannst du nicht mit der Spritze ausbringen. Das sind ja locker 500 Liter auf dem Hektar mehr Wasser. Oder? Habe ich mich da verrechnet? 10 Quadratmeter wären 500 Milliliter, 100 wären 5 Liter, 1050 Liter, 500 Liter. Genau. Also, das wäre es das. Wir waren gestern ja auf dem Boden, der ein bisschen schwerer ist, wo wir mit der Scheibenecke vorweg gearbeitet haben. Da habe ich jetzt das Striptail-Gerät flacher gestellt. Also wir sind jetzt wirklich sehr, sehr flach. Man sieht aber dadurch, haben wir hier so ein bisschen mehr unebeneren Boden, sage ich jetzt einfach mal, weil der Boden jetzt ein bisschen mehr anfängt zu fließen dadurch, wenn er flacher ist, weil es nicht mehr so unterirdisch untergreift. Ist aber okay, sieht trotzdem gut aus. Will ich jetzt nicht umstellen hier für die, ich sag mal, 7-8 Hektar, die wir noch haben. Und dann fahren wir schon wieder zu dem anderen Stück zurück. Also tatsächlich, die Lehmkuppen und Lehmkuppen in Fahrgasse, das ist noch problematisch. Da holen wir einfach riesen Klumpen raus. Wenn ich das nächste Mal da bin, muss ich euch die einfach mal zeigen. Die sind wirklich unschön. Ich habe das tatsächlich jetzt gestern auch so gemacht. Das sind denn so Stellen, 20 mal 20 Meter, sag ich mal. So eine richtig krasse Lehmkuppe. Hebe ich es an, bringe oberirdisch aus. Weil da bringt es einfach nichts, da mechanisch Klumpen zu erzeugen, wo wir mechanisch die Klumpen wieder beseitigen müssen. Die Probleme entstehen ja durch unsere Einwirkung in den Boden und deswegen sehe ich es dafür Quatsch, da einfach, vor allem es kostet auch einfach Zeit, nochmal wieder Scheibenecke anbauen, einfach nur für so ein paar Quadratmeter, die man dann da wieder wegscheiben möchte.
Ansonsten, wir kommen gut voran. Der Kollege macht sich richtig gut. Er ist schön wendig. Wir haben auch keine Probleme mehr mit dem Kugelkopf, muss man auch dazu sagen. Wir haben den erstmal, wir haben jetzt den anderen Bock. Also es sitzt jetzt wieder in einer Höhe. Kugelkopf und K50, muss ich euch nachher nochmal draußen zeigen. Und jetzt habe ich, eigentlich wollte ich das Video ganz anders anfangen. Und das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ich habe gestern eigentlich schon mal den Vlog hier andrehen wollen. Und das gefiel mir jetzt aber im Endeffekt nicht. Das hatte zu wenig Schliff. Und dann werfe ich auch manchmal ein bisschen Material weg, was ich einfach aufgenommen habe. Genau, und wir haben jetzt, also wir gucken jeden Morgen nach bei den Schrauben und gucken da einfach noch, ob wir die wieder nachziehen können. Und nein, die sind jeden Morgen wirklich fest. Also Detlef macht das mit einem Drehmomentschlüssel, ganz klar. Für alle, die jetzt wieder kritisch geguckt haben, nein, wir machen das schon mit einem Drehmomentschlüssel und die sind jeden Morgen vernünftig fest. Und da ist das schon mal ein guter Hinweis, dass das gut funktioniert. Das Problem ist, glaube ich, einfach beim Seon gewesen, dieser Drehpunkt, dieser Knick an der Hinterachse, wodurch die Last auf die Lenkung viel, viel höher wird. Also ich glaube nicht, dass wir mit einer elektronischen Lenkung diese krassen Probleme bekommen hätten. Ich würde das fast sagen, das ist so eine Kombination zwischen, ja, das Fass ist schuld und der Trecker ist aber auch schuld durch diese krasse Hinterradlenkung. Ich habe das Update ja aufgespielt bekommen, aber Applikationskarten ging vorher auch schon, die Belegung der Tasten ging vorher auch schon, es ging alles vorher auch schon. Also das hat so oder so hier harmoniert. Der Dieselverbrauch ist bis jetzt bei 19 Liter auf dem Hektar. Ist deutlich mehr und ich kann euch auch sagen, warum. Ich habe nahezu beim ersten Tag fast nur Vorgewende gemacht und habe das nachgeholt, was wir beim Seon liegen lassen haben. Und ich habe gestern, also wir sind jetzt eigentlich gestern auch auf Flächen unterwegs gewesen, die waren problematisch, weil die so schwer sind, weil der Boden nicht richtig rollt, weil er davor sich bewegt wie eine Welle vor den Rädern. Und ich habe auch gestern erstmal 6 Stunden Vorgewende gemacht, bevor wir überhaupt endlich mal wieder gerade Bahn sind. Und das kostet richtig viel Kraftstoff. Wenn wir jetzt nämlich gucken, ich habe heute Morgen, gut, da ist jetzt die Anfahrt noch hier mit drauf. Da sind wir. Ich habe jetzt hier 1 Hektar gemacht. Wir haben jetzt durchschnittlich 13,7 und aktuell verbrauchen wir 9,3. Moment, wir fahren hier so eine Mini-Anhöhe hoch und das müsste eigentlich gleich jetzt runtergehen. Ja, jetzt fahren wir gerade. Wir fahren 12,6 km/h. Wir sind auch sehr sportlich unterwegs. Wir machen ein bisschen Tempo, weil ich heute mal einen Zubringer habe. Und ich denke, das wird sich jetzt gleich noch ein bisschen nach unten bewegen. Also ich hole euch nachher nochmal dazu. Wir haben jetzt natürlich auch das Glück, dass wir gestern waren wir auf sehr, sehr gutem Boden. Wir sind 40 Kubik im Mittel gefahren. Hier ist es so, hier fahren wir auch 40 Kubik im Mittel. Aber wir haben auf der anderen Seite den guten Boden und immer weiter hierher wird der... Oh, ich habe Krischi nicht rangerufen. Und immer weiter hierher wird der immer schlechter. Sodass wir hier hinten nur noch bei 32 Kubik sind, die wir rausbringen, weil hier hinten immer mehr Sandanteil wird und die Erträge hier hinten sind einfach schlechter. Dazu muss man noch sagen, wir haben hier letztes Jahr auch nicht voll die Sonnenblumen geerntet. Hier müssen Nährstoffe im Boden sein. Zweifelsohne, die müssen hier sein. Wo sollen sie hin? Denn runtergefahren haben wir sie nicht. Hier hinten war ja gerade durch den Wildschaden nur noch 1 Tonne auf dem Hektar. So, wir machen übrigens immer Rundumleuchte an, also man muss bloß rechts ja immer Rundumleuchte, wenn ich die Zubringer ranrufen möchte. Ah, die stehen dann unten an der Ecke. Wenn die schon öfter hierher gefahren sind denn, und sich ab und zu mal angucken können, okay, da kommt 1 Bahn, da kommt 2 Bahnen, dann wissen die nachher auch ungefähr schon, wo man leer ist. Aber es setzt auch voraus, dass sie zumindest gesehen haben, wo der andere befüllt hatte. Also deswegen haben wir uns dieses System angewöhnt. Das heißt, ich mache rechtzeitig eigentlich Rundumleuchte an. Ich kann ja auch einschätzen, wie weit ich komme. Und dementsprechend hole ich den Zubringer dann zu mir. So, dann titsche ich ein. Zack. Ah, ein Stück zu weit gerollt. Das ist ein bisschen blöd mit dem Stufengetriebe. Also hier kannst du ja mit dem Stufenlosen richtig smooth ranfahren. Dann titsche ich ein, mach auf. In dem Moment, wo er sich eigentlich hinstellt, macht er dann auf, also da wird unten immer zugeschlossen, weil ist klar, weil immer wenn er beschleunigen würde, würde es rausdrücken und immer wenn er pumpt, würde es auch rausdrücken. Das heißt, der ist immer geschlossen für die Straße und in dem Moment
wo er unten drunter steht, wo ich anfange einzutitschen, macht er unten auf und ich kann dann rausziehen. Ne? Bei dem Fass ist es ja eine Drehkolbenpumpe, das heißt, es ist immer offen, oben der Überlauf da. Und deswegen haben wir auch da die Möglichkeit, also beziehungsweise deswegen muss der Fahrer da auch keinen Luftzug öffnen. Bei den Vakuumfässern ist es anders, da ist es aber inzwischen schon bei uns auf eine Einheit geklemmt. Das heißt, in dem Moment, wo er den Ansaugtrichter oben aufmacht, macht sich auch gleichzeitig woanders ein Luftzug auf, sodass wir Luft nachziehen können, weil ist klar, sonst würden wir ja ewig Vakuum erzeugen. Irgendwann kriegen wir nichts mehr raus oder ziehen das Fass zusammen. Wir können wahrscheinlich auch ein bisschen döller ziehen, als die Fässer aushalten. So. So viel dazu. Zu dem ganzen Pumpen. Und dann kann ich das hier eigentlich so mit 1080 Umdrehungen abspeisen. Ich habe da unten so eine kleine Nadel. Und wenn die ungefähr so auf 180 Bar ist, dann haben wir maximale Pumpleistung. So viel Drehzahl müssen wir geben, dass die Hydraulikpumpe so viel Öl bereitstellt, dass der Beschleuniger sich maximal dreht. Und dann läuft das auch alles. Und ich habe halt die Möglichkeit, durch die Vakuumpumpe im Vorfeld so ein bisschen... Ja, also in dem Moment, wo sie jetzt anfangen ranzurollen, ich sag mal so 10 Sekunden früher, mache ich die Vakuumpumpe schon an. Dann kann ich ja schon Vakuum im Fass aufbauen, sodass wenn ich da eintitsche und öffne den Schieber, ist ja direkt Sog und die Flüssigkeit zieht sich hoch und danach schaltet ja der Beschleuniger ein und dann hast du direkt Speed. Also dann ziehst du auch direkt schnell an. Wäre halt nicht so geil, wenn ich halt erst eintitsche, Vakuumpumpe anschalte, ein bisschen Vakuum muss dann aufbauen, dann zieht sich die Säule hoch, versteht ihr? Also so rein, los, funktioniert wunderbar. Gut, ich nehme euch jetzt einen Let's Drive auf, ich lade nämlich hier schon die ganze Zeit den Akku auf und muss auch sagen, das mit den, diese Stromsteckdosen sind einfach der Hammer. Also die haben auch richtig Power, da kann man halt auch mal richtig gut laden. Normalerweise haben die ja immer so viel, keine Ahnung, da das gefühlt nur reicht, dass die Handys nicht ausgehen mit Strom. Aber die Dinge haben richtig Saft hier. Da kriegst du richtig mal vernünftig was vollgeladen. Und da bin ich auch total begeistert. Weil ich muss nicht ständig entweder Powerbanks oder Stromwandler hier umherschleppen, um diese ganzen Kameras mit Strom zu versorgen. Gut, GoPros habe ich jetzt schon inzwischen so einen Akku-Case mit einem Powerbank. Aber das ist jetzt eine Insta 360 RS, mit der ich die Aufnahmen von den Let's Drive macht, weil der Weitwinkel einfach ein bisschen größer ist. Wir haben, aber das haben wir noch nicht geschafft zu analysieren. Ich habe auch eine 360 Grad Let's Drive aufgenommen. Aber ich will jetzt halt nicht noch eins aufnehmen, weil ich nicht richtig weiß, wie gut das geworden ist. So, jetzt haben wir so viel gequatscht, jetzt ist das fast auch schon voll. Deswegen nehme ich das im normalen Fischauge auf und gucken dann. Aber auch da, der Weitwinkel ist schon besser als wie bei der GoPro und das überzeugt einfach ein bisschen mehr. Ihr seht ein bisschen mehr. Und beim Häckseln stelle ich mir es halt sehr geil vor, dass ihr endlich mal alles seht. Ich habe mir auch ein bisschen angewöhnt, weil ich bin relativ groß, dass ich, wenn ich das Let's Drive aufnehme, einfach ein bisschen tiefer das Ganze filme. Also ich setze mich dann meistens so hin oder ich lasse den Sitz ab, damit ihr ein bisschen mehr seht. Weil wenn ich die Kamera hier auf dem Kopf habe, die ist dann hier oben, ja, wenn ich dann filme, beziehungsweise so, dann habt ihr immer das so drauf. Wenn ich so sitze, ist das Bild immer deutlich besser. Leute, bis näher. So, das Let's Drive ist im Kasten und jetzt weiß ich wieder, womit ich anfangen wollte. Ich habe das vorhin schon gemacht, Leute. Vielen, vielen Dank für 100.000 Abonnenten auf YouTube. Wir haben heute sozusagen den zweiten Morgen danach. Und es hat ja tatsächlich geklappt, also beziehungsweise hat passend hier zum 8X Release geklappt. Da haben nachher nur noch 350 Abos gefehlt, als dieses Video rauskam. Weil die ersten Stimmen kamen natürlich direkt danach. Ja, hat er ja nur geschafft, weil er jetzt ein 8X hat. Und ich weiß nicht, vielleicht hat er das Ganze etwas beschleunigt, ja. Aber die 99.700, die bekommt man nicht, weil man einmal einen großen Trecker zeigt, sondern die bekommt man, weil man Gas gibt, weil man hart arbeitet, weil ich Videos aufnehme, weil ich Videos schneide in der Nacht, nach 12 Stunden Arbeit, nach 14 Stunden Arbeit, morgens um 4 Uhr, morgens um 5 Uhr. Und das immer wieder. Dann, wenn andere Spaß haben und du einfach in deinen Schnittraum gehst, beziehungsweise in dein Computerzimmer, während dein Sohn schläft oder deine Familie schläft oder deine Familie auch ein bisschen Zeit mit dir verbringen könnte und du dann Videos schneidest, dann schafft man sowas. Und trotzdem, Leute, vielen, vielen Dank dafür.
für diese Unterstützung. Und ich sage euch wieder eins, wir machen es jetzt wieder wie zum Anfang. Ich frage jetzt wieder einfach nicht mehr nach Abonnenten. Ich habe das jetzt 4-5 Videos gemacht, weil wir kurz vor den 100.000 waren. Und das gefühlt reicht es dann auch. Also ja, vielen, vielen Dank, dass ihr mir den Gefallen getan habt, dass ihr es beschleunigt habt. Und jetzt machen wir es vielleicht wieder am Ende vom Video, aber wir lassen es wieder beim Alten. Es wird ein 100.000 Abo Spezial geben, da haben schon viele, viele nachgefragt. Und ich brauche aber, also der Play-Button, ich bekomme jetzt viele Fragen, warum die 100.000, was denn anders? Du bekommst von YouTube eine Auszeichnung, du bekommst einen silbernen Play-Button. Und ja, ich finde, das ist schon was, wenn du einfach das Privileg hast, das einmal geschafft zu haben, diese 100.000 auf YouTube zu haben als Abonnenten. Und den bekommt man. Also viele haben auch geschrieben, kriegst du mehr Geld? Nö. Daran ändert sich auch gar nichts und das ist mir auch eigentlich ziemlich egal. Aber dieser Play-Button ist schon eine coole Auszeichnung, weil wer kann von sich behaupten, dass er das mal geschafft hat. Und das ist, ja, ich freue mich schon drauf. Der darf in der Küche hängen, der soll in der Küche hängen, am Esstisch. Ich möchte den gern morgens, abends immer wieder sehen, weil das ist einfach, glaube ich, eine Wahnsinnszeit momentan, die man, glaube ich, nie vergessen wird. Zum anderen, nochmal tausend Dank, wirklich tausend Dank. Ohne euch bräuchte ich die Videos nicht machen. Ohne euch wird es auch keinen Sinn machen. Wenn niemand die Videos guckt, dann muss man auch keine Videos machen. Und nur ihr macht es auch zu dem, was es letztendlich ist. War mir noch wichtig zu sagen. Definitiv. Es wird aber noch ein Spezialvideo geben, definitiv. Es wird mehrere Spezialvideos geben dazu. Aber vorab, wir machen ja momentan, beziehungsweise wir haben ja 3 Videos pro Woche gemacht, plus zusätzlich Shorts, um so ein bisschen den Weg zu den 100.000 ja auch zu beschleunigen. Aber ich bin auch ein bisschen jetzt auf den Geschmack gekommen und ich muss sagen, für mich, es passt gerade, also es passt gut. Wir bauen nicht so einen riesen Backlog auf, das heißt, ich bin nicht am Ende schon beim Mais-Herbizid-Spritzen und ihr seht immer noch Videos vom Striptill, sondern wir sind wirklich up to date und das sagt mir momentan zu. Wir haben maximal eine Woche Verzögerung. Und da wollen wir momentan erstmal beibleiben. Das heißt, wir bleiben auch die nächsten Wochen. Habe ich jetzt einmal zu oft gedrückt? Ich habe einmal zu oft gedrückt. Wir bleiben auch die nächsten Wochen bei 3 Videos pro Woche und Shorts werden auch bleiben. Und da, wo wir halt ein bisschen weniger arbeiten, dann füllen wir das wieder ein bisschen mit AKFs auf. Und na klar, im Winter wird es ruhiger. Im Winter wird es weniger und im Winter wird es ruhiger. Aber nichtsdestotrotz ziehen wir das jetzt erstmal so durch. So, ich glaube, wir haben eine kleine Güllespur an der Oberfläche. Ich glaube, wir haben uns eine Schelle abgebrochen. Können wir uns gleich nochmal draußen zeigen. Nochmal vielen, vielen Dank. Leute, was wollte ich noch sagen? Ich habe mir das jetzt folgendermaßen hier belegt mit dem Joystick. Ich habe jetzt hier das Fass aktivieren, an und aus, ne? Die 0 und 1 da. Hier habe ich den Autopiloten auf die 5 gelegt und auf der 6 Liftachse anheben und Liftachse senken. Wenn ich die 6 drücke, dann ist da ja ein komplettes iTech-Programm hinterlegt, also ein Vorgewendemanagement. Das heißt, ich klappe nicht nur die Liftachse an, beziehungsweise der erste Schritt ist, er macht die Zapfwelle an. Der zweite ist, er reduziert die Maximalgeschwindigkeit auf 8 km/h. Das lässt mich das Pedal komplett durchdrücken. Ich bekomme mehr Kraft, aber er schießt nicht gleich los. Nach ein paar Metern klappt er dann die Liftachse an, ne? Das heißt, wir bekommen schon Gärreste und dann geht die Liftachse erst nach oben, das heißt, dann kommt die komplette Last. Wenn der Boden nämlich schwerer ist, funktioniert diese Variante nämlich deutlich besser, weil wir einen gleichmäßigeren Schub und eine gleichmäßige Last haben, die dann kommt. Und dann, nach 10 Metern, schaltet er auf 12,6 km Max-Geschwindigkeit. Und die fahren wir auch aktuell. Wir haben eine Oberfläche Gärreste. Wir haben auch gerade einen kleinen Moment zum Warten. Wir sind gleich leer und dann gehen wir mal raus. Hier da unten kommt schon der nächste Zubringer. Wir gucken mal, in der Regel schaffe ich das mit 2 Minuten hinzubekommen, aber beim Pumpen, aber das ist natürlich schwieriger mit der Kamera. Aber ich nehme euch gleich einmal kurz mit raus. Na, wir sind jetzt leer. Bis der Zubringer hier oben ist, haben wir das auch geschafft. So, jetzt drücke ich nämlich hier die 8. Damit erhöhe ich direkt auch die Geschwindigkeit auf 18 km/h, die Maxgeschwindigkeit. Das heißt, ich kann am Vorgewinde deutlich zügiger fahren. So, wir heben den Arm an, wir zeigen Saugbereitschaft.
So, und dann gehen wir einmal kurz raus, gucken. Dann will ich euch das nämlich zeigen. Ich habe mir nämlich was bestellt. So, habt ihr noch einmal den Blick von außen? Ist wirklich ein 8X. So, jetzt müssen wir erstmal einmal gucken, wo die tropfende Leitung ist. Naja, ich hätte auch wenigstens ein bisschen vor- oder zurückfahren können. Und dann ist es meistens so, dass ein Schlauch rausrutscht. So, da haben wir ihn. Da hängt er daneben. Und das ist ein bisschen der Nachteil. Oh, ich muss gleich ein bisschen, ich pumpe erst gleich ab. Da hängt er daneben. Das ist manchmal so, dann bricht da eine Schelle und dann fällt er raus. Und dann fällt er raus und dann muss ich den neu reinstecken. Und da habe ich jetzt Edelstahlkabelschraps in mir bestellt. Ich fange jetzt erst an zu pumpen und dann mache ich das fix. Edelstahlkabelstrapse bestellt und damit kann ich ohne Probleme das relativ zügig wieder neu verbinden. Seht ihr? Diese Schellen, die haben öfter das mal, wenn ein Stein kommt, dann brechen die mal relativ zügig. Und dann kann man das mal haben, alle 2-3 Tage, dass man mal eine neu machen muss. So, ich musste kaum fahren. Das macht es hier natürlich nicht besser beim Ausheben mit diesem SIF. Und das ist auch ein bisschen ein kleiner Nachteil hier. Wir werden meistens dreckig bei dieser Arbeit. Das lässt sich nicht wirklich vermeiden. Weil wir nämlich ein bisschen was schon an die Oberfläche holen, an dem Geras, und dann bleibt das auch an den Rädern kleben, sodass wir ja zwangsläufig da jetzt gegenkommen werden. Wenn man natürlich 75er Reihenabstand hat, kann man natürlich auch ein bisschen besser dazwischen. Haben wir aber nicht. Wir haben 50er. Und deshalb muss man auch ein bisschen mit den Schuhen aufpassen. So. Der ist natürlich, Problem, der ist ja auch hier oben angestrappt. So. Muss man auch relativ zügig machen. Kann auch manchmal sein, dass sie sich dann voller Erde setzen. So. Der ist drinne. Natürlich ist ein bisschen Sand drinne. Ah. Muss doch gehen jetzt hier. Ah, ist jetzt Vorführeffekt. Ging die letzten Male wunderbar und schnell. Und jetzt ist hier Sand drin in der Schelle. Jetzt. Dann können wir nämlich das Ganze in diese Zange einspannen und mit der Zange das schön festziehen. Reicht noch nicht ganz, oder? Nee, reicht noch nicht ganz. Oh. Wir haben ja auch nur 2 Minuten Zeit, bis unser Fass voll ist. Und im Normalfall reichen diese 2 Minuten uns aus. Ah, wir sind voll. Ich muss einmal kurz die Pumpe ausmachen. Leute, wir nehmen einfach nochmal 9 Straps. Nützt ja nicht. So, nächstes Zubringer ist auch schon unten da. Aber das bremst uns natürlich aus, diese 1 Minute. In so einer gut getakteten Güllekette macht das was aus. Mit einmal stehen dann mit mal 3 Zubringer auf dem Hof. Oder hier auf dem Acker. So, wir nehmen einfach mal fix 9. So, und gucken mal, dass der sauber bleibt. Muss Hannes sich einfach mal ein bisschen mehr Mühe geben, ne? Ist aber schwierig, dass der sauber bleibt. Ist das hier ein Trick? Ah, der geht aber. So. Ziehen wir mal wieder Handschuhe an. Das ist der Nachteil, aber wir haben Gott sei Dank nur Geres und keine Gülle. Gülle wäre natürlich nicht ganz so geil. So. Jetzt haben wir die Schelle dran und lassen das so. Fertig. Das heißt, ich kneife die nicht noch irgendwie groß ab oder so. Stört ja nicht, wenn da ein bisschen was dran ist. Und dann haben wir den auch repariert. Jetzt haben wir es natürlich da und da. T-Shirt ist einigermaßen sauber geblieben. Aber nützt ja nicht. So oft hat man das auch nicht. Kommt immer drauf an, wie steinig das ist. Ist der Boden sehr steinig, haben wir es so einmal am Tag. Ah, ist übertrieben, Leute. Seitdem wir jetzt fahren, wir sind jetzt kurz vor 300 Hektar, habe ich es 4-mal gehabt. Aber trotzdem, das ist eine geile Sache.
Die Strapse sind auch gar nicht so teuer, nur die Zange. Ich glaube, die Zange kostet 60 Euro oder so. Gehen wir natürlich wieder, setzen uns wieder hin. Ich fasse erstmal nichts an. Und wisst ihr, was ich noch nicht hier drin habe? Eine Papierrolle. Ich mache das gleich an meine Jacke sauber. Ich will das ja hier nicht alles einsauen. Das geht ja nicht. Leute, wir können doch nicht schön neuen Träger beschmutzen. Aber das ist natürlich, wenn man das alles auf einen Joystick hat, wunderbar, dann funktioniert das auch gut. Ohne Zweifel. Funktioniert dann wie Sau. So. Leute, ich hole euch den Kugelkopf. Mache ich nachher in der nächsten Unterbrechung. Hole ich euch mit dem Kugelkopf dazu und zeige euch das nochmal hinten. So Leute, letztes Fass und wie es ja immer ist, wir haben jetzt 17.40 Uhr, hätte gut funktioniert. Wir wären gut fertig gewesen, wir hätten zu Hause noch eine Fläche, da fehlt noch eine Runde. Wir wären 18 Uhr zu Hause gewesen, aber... Und zwar habe ich eben gerade beim Abstellen der Liftachse oben gesehen, bin jetzt hier noch runtergefahren, oben gesehen, dass... Ich gucke nur gerade mal, dass die Liftachse so komisch klappt, wenn wir... wenn wir sie runterlassen. Und es liegt daran, dass da die ganzen Schrauben weggebrochen sind. Da 1, 2, 3, 4, 5. 5 Schrauben sind weggebrochen. Wenn man auch so ein bisschen an den Löchern sieht, scheinen die schon ein bisschen gearbeitet zu haben. Aber das fällt dir natürlich nicht auf, wenn die marginal ein bisschen arbeiten. Hier ist ja vieles verschraubt an dem Ding. Und ja, da sind sie jetzt gebrochen. Jetzt ist Detlef erstmal unterwegs. Der war schon an Ort und Stelle. Beziehungsweise stand schon am nächsten Stück mit vollen Zubringer. Der muss jetzt erstmal zum Hof und gucken, ob wir solche langen Schrauben haben. Und dann müssen wir gucken, dass wir das hier vor Ort irgendwie wieder vernünftig rangeschraubt kriegen. Sodass wir ja auch zum Hof kommen, ne? Das ist ja auch wichtig. Wir müssen ja auch zum Hof kommen und das dann entweder morgen fertig machen. Ja, oder sehen wir mal, ne? Ist natürlich ärgerlich, Leute. Aber morgen Vormittag, ich habe noch 7 Hektar oder so, ne? Also morgen Vormittag würden wir schon leicht und einfach fertig werden. So sieht jetzt aktuell das Arbeitsbild am Vorgewende aus. Sieht gut aus. Also kann man nicht zu sagen. Hier sieht man nochmal schön, wie das hier arbeitet. Wie hier vorne erst der Boden aufgeschnitten wird. Und dann kommen die Schare hier unter. Greifen da unter und lockern den Boden dann auf. Genau. Das wollte ich euch noch zeigen. Und dann noch hier die Lenkung und der Kugelkopf. Das sitzt jetzt genau auf einer Linie mit dem neuen Lenkbock und das funktioniert jetzt wirklich hervorragend. Also da haben wir erstmal keine Probleme mehr. Oh, jetzt heißt es natürlich warten. Ne? Das dauert natürlich jetzt alles. Wir sind ja nicht so dicht bei. Wir sind 10 Kilometer von zu Hause. Und ich gucke aber trotzdem immer hier jeden Abend immer noch mal und zwischendurch in der Mittagspause die Verschraubung hier von den Unterlenkern. Die haben wir letztes Jahr schon mal gehabt beim Raps. Da waren davon 2 gebrochen. Ja, deswegen gucke ich seitdem da auch immer mindestens 2-mal am Tag rein, ob die noch richtig sitzen. Die Belastung ist natürlich enorm für das ganze System hier. Wir versuchen aber so gut es geht nur gerade Bahn zu fahren, also gar keine Kurven, weil die Scherkräfte sind natürlich nicht zu verachten von dem ganzen System. Er lenkt da auf der Achse, das heißt der Drehpunkt, der dreht ja hier richtig rum. Und wenn es natürlich richtig schwer wird, dann versuchen wir auch deutlich langsamer zu fahren, um da die Kräfte auch so ein bisschen... Also wir fahren natürlich nicht die ganze Zeit das, was der Trecker hergibt, sondern ja, weil es ja mein Fass ist, habe ich ja trotzdem Bedenken, dass das alles vernünftig hält. Und deswegen fahre ich halt vernünftig, aber man hat ja trotzdem immer wieder Momente, wo er doch schwer ziehen muss.